Wir sind heute in Kühlungsborn an der Ostsee. Hinter mir der 100-jährige Zug, der gleich auf Sonderfahrt geht. Es gibt aber noch mehr, was hier heute stattfindet. Seien Sie gespannt, viel Spaß beim Anschauen. Hochbetrieb auf der Mecklenburgischen Bäderbahn. Neben den Planzügen sind gleich drei Sonderzüge am 23. September 2023 unterwegs. Ausfahrt hat der historische Schmalspurgüterzug. Nr. 99331 gehört seit 1959 zum Molly. 1951 von LKM Babelsberg gebaut. Zurück nach Kühlungsborn West. Der 100-jährige Zug wartet auf die Ankunft des Planzuges aus Bad Doberan. Nr. 99322 ist mit alter Nummer unterwegs. Gekuppelt sind Wagen aus den Baujahren 1902 bis 1926. Sie befinden sich fast wieder im Originalzustand. Höhepunkt aber ist der Gegenbesuch des T1 der Borkumer Kleinbahn. Ein Wismarer Schienenbus aus dem Baujahr 1940, auch liebevoll Schweineschnäuzchen genannt. Falk Richter von der Borkumer Kleinbahn steuert den gut besetzten Triebwagen. Einfahrt in Heiligendamm. Molly-Geschäftsführer Michael Mislitz ist begeistert. Sind Sie stolz, dass er nun endlich hier ist? Ja, selbstverständlich. Ich bin stolz, dass der Borkumer Triebwagen hier ist. Und ich überlege ernsthaft, ob wir den wieder aus dem Netz wieder wegfahren lassen, nicht? Also Sie wollen ihn hier behalten. Was sagen die Borkumer dazu? Na, die finden das bestimmt nicht toll, ne? Nein, also wir sind total glücklich, dass dieser Gegenbesuch nach 4 Jahren endlich stattfindet. Und wir werden den Triebwagen auch wieder dann schweren Herzens nach Borkum entlassen. Aber ich glaube, nach dem großen Erfolg, das wird vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber das wird nicht der letzte Besuch hier bei uns im Netz sein. Herr Medling, wie ist das nun? Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl und ja, wir sind alle froh und stolz darauf, dass wir es geschafft haben. Freuen uns auch über das Wetter. Viele
freundliche Gäste. Es sind schon sehr viele Fahrten verkauft. Ja, und wir hoffen, dass die ganzen Fahrten jetzt gut ablaufen und alle unsere Gäste natürlich ihren Spaß dran haben und sicher auch ein paar schöne Bilder entstehen werden. Und funktioniert alles so, wie Sie sich das gedacht haben? Ah, erstaunlicherweise ja. Es hat alles tatsächlich funktioniert, sowohl die Einschaltung der Bahnübergänge, Fahrgeschwindigkeiten, Fahrpläne, so wie wir es berechnet haben, kommt alles genau hin. Wie schnell darf er denn fahren? Also im Fahrplan haben wir jetzt 30 vorgesehen, hat ein klein bisschen Reserve, so dass wir also die Fahrzeiten und auch die Zugkreuzung gut hinbekommen. Bis zum 1. Oktober ist das Borkumer Schweineschnäuzchen dreimal täglich noch auf Molligleisen unterwegs. Auch für den Borkumer Triebwagen ist die Stadtdurchfahrt in Bad Doberan der Höhepunkt. Ebenfalls zu den Höhepunkten des Tages zählt die Bespannung eines Planzuges mit gleich zwei Lokomotiven.